Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Sons of Forest. Der erste Patch ist gedroppt heute, jetzt gerade, eigentlich vor 2-3 Stunden ist der gedroppt. Ich habe mir, jetzt komme ich dazu, angeschaut. Es gibt einige neue Sachen, die erkläre ich aber in einem anderen Video, das ist vor dem kommen, das werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben. Hier zeige ich euch, wo ihr diesen Hangglider herbekommt und werden ihn auch gleich mal testen. So. Das Spiel steht deswegen hier auf Pause, weil ich im Hintergrund ja im Wald stehe, ziemliches Dickicht und da immer Panik habe, dass da wer kommt. Da hatte auch hier schon Besuch. Ich zeige euch jetzt mal die Map, wo ich hier bin. Nämlich, schwupps, hier. Ihr seht hier ganz rechts oben, so nordöstlich, hier ist ein Camp, ein verlassenes. Genau da müsst ihr hin. Da im Wald ist ein Camp. Und das wirkt sich dann, in Wirklichkeit schaut das dann so aus, hier. Ist jetzt ziemlich hier verlassen. Hier ist auch immer wieder Munition und alles, das ist recht cool. Und hier liegen die Glider. Bei mir sogar zwei, warum auch immer, es gleich zwei sein müssen. Ich habe damit ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich ein Problem. Aber, ja, hier ist er. Also, ihr habt gesehen, wo er ist. Gut, viel mehr kann man dazu eh nichts sagen. Hier nochmal kurz die Map. Da sind wir. Da liegt er. Jetzt werden wir es mal mitnehmen. So. Kann ich den eigentlich im Inventar dann drin? Könnte er es mir zeigen? Kann ich den immer mit mir rumtragen? Ich hoffe mal. Das ist jetzt eine wirklich gute Frage, ob der jetzt für immer bei uns dann im Inventar rumkrebst, weil sehen tue ich ihn gerade nicht. Dann nehmen wir einfach mal den zweiten. So, nehmen wir den. Okay, da gibt es ein paar davon. Gehen wir mal da an die Kante. Wenn das jetzt schief geht, knall mal, da unten mein Haus sehe ich da vorne, knall mal da unten hin, schau mal. Oh, ihr müsst so aktiv lenken. Boah, ist ja cool. Also so zum Map überqueren ist ja das Weltklasse. Wahnsinn! Ist das geil? Vor allem, anscheinend sinken wir nicht mal ab. Kann ich wieder nach oben fliegen? Haha, sehr cool. Da kann ich jetzt wirklich die komplette Map umrunden, so wie das ausschaut jetzt gerade. Ich muss aber nochmal zurück, das probieren wir jetzt noch einmal. Ich habe ja da meine Seilbahn nach oben. Das ist natürlich mördergeil, wenn das geht. Da müsste ich ihn aber auch immer mit haben. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich den irgendwie in meine Base bringe. Jo. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss das Ding anscheinend mitbringen.
Ich gehe mal davon aus, dass ich mit dem Ding nicht fahren kann. Ja, es war klar, dass die natürlich kommen mir die alle und gehen mal nerv, während ich da ein Video machen will. So, das passt. Sag mal, wie viel kommen da? Na! Ah! Fuck! Okay. Gut, nach dem kleinen Ausrutscher machen wir noch einen Rundflug. Ihr dürft aber nicht auf B drückt bleiben die ganze Zeit, weil ihr sofort nach unten euch beugt. Ihr müsst wirklich einfach nur fliegt einfach los, so wie es ist. Das heißt, wir können hier jetzt los und Sprung! Und fliegen. Ohne viel zu tun. Ja, ist das cool. Gut, Leute. Und kann es auch nicht mal auf die Map schauen. Das geht auch nicht natürlich. Gut, Leute. In dem Sinne sage ich mal, das war's mit dem Glider. Danke fürs Zuschauen. Wir fliegen jetzt Richtung woanders hin. Und sehen uns dann. In einem anderen Video wieder. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde, mit dem Ausblick. Bis zum nächsten Mal. Abo, like, comment. Nicht vergessen. Bis dann.